Dieser Clip wird präsentiert von Audi, Liquimoli, Hofmüll und Classic Data. Tradition bedeutet, dass bestimmte Ereignisse und Abläufe sich immer wiederholen. Ab dreimal ist es Tradition, sagt der Volksmund. Eine feste Definition, ab wann man von einer Tradition spricht, gibt es jedoch nicht. Tradition bedeutet aber auch, den Erwartungen gerecht zu werden. Das Wichtige ist, dass wir, es gut organisiert ist, dass das Roadbook irgendwo so ist, dass man mit zurechtkommt. Also auf jeden Fall, Wertungsprüfungen gehören mit so einer guten Rallye in Verbindung mit einer guten Landschaft und einer guten Orga. Keine Frage. Nervös bin ich nicht mehr, in der Tat nicht mehr, aber es ist eine gewisse Anspannung und das schadet ja nicht, ob die Planung, die man Wochen und Monate vorher gemacht hat, ob das auch so umgesetzt wird. Es funktioniert nie alles zu 100%. Man muss halt gut reagieren, um aus der Situation da das Beste zu machen. Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme, lautet ein bekanntes Zitat. Veranstaltungen wie die Donau Classic Rally sind bekannt für ihre familiäre Atmosphäre. Hier treffen sich Gleichgesinnte und oft ist die halbe Familie mit involviert. Ich habe meinem Sohn zum 18. Geburtstag heuer diese Oldtimer-Rallye geschenkt, damit er auch mal in den Genuss kommt. Wir haben beide eine ganz tolle Zeit jetzt da gehabt in der Donau-Klassik. Was rausgekommen ist, ist für uns jetzt nicht so primär wichtig. Ich bin jetzt zum 7. Mal dabei und 14, das heißt, ich mache es schon mein halbes Leben. Wird vielleicht in 4 Jahren mal die Position gewechselt? Ich glaube schon. Also ich hoffe dran, weil dann können wir uns mal gegenseitig so die ganzen Vorwürfe dann mal auch von der anderen Seite dann auch nochmal begutachten. Also. Wenn das Auto dann noch fährt, wahrscheinlich schon, einfach um es mal auszuprobieren, weil ich glaube, das wird echt lustig, wenn wir das mal andersrum machen. Tradition bedeutet, auf das Bewährte setzen und nur einzelne Stellschrauben zu verändern. Im Fall der Donau Classic sind es die Tagesetappen ins Altmühltal bzw. die Hallertau. Die Routen sind sorgfältig ausgewählt und ermöglichen den Teilnehmern, nicht nur ihre Leidenschaft für Autos auszuleben, sondern auch die Schönheit der Landschaft um sie herum zu genießen. Der heutige Tag, durch die Hopfenfelder zu fahren, also das ist für uns, die aus dem Rheinland kommen, total gigantisch. Und für mich insbesondere, ich liebe das, der steht so hoch, der Hopfen, und durch diese schönen Gebiete, und dafür ist die Donau Classic nur wahrlich bekannt, dass die Streckenführung immer wieder herausragend ist. Die Strecken werden ja erst am PC entworfen und ich fahre dann tatsächlich viele, viele Kilometer auch in die Seitenstraßen, wo ich mir denke, das könnte eine ganz interessante Geschichte sein. Was man halt nicht am PC sehen kann, das fahre ich wirklich ab. Ja, das ist sehr zeitaufwendig. Hin und wieder wird mit der Tradition aber auch gebrochen. Wenn auch, in unserem Fall, nur mit einem bestimmten Streckenabschnitt. Wir hatten sonst immer irgendwo diese Strecke in Neuburg mit da drin gehabt, die war weg dieses Mal, ja. Dieses Mal habe ich die Driving Experience nicht mit eingebaut, weil einfach die Strecke wieder zu lang geworden wäre. Im nächsten Jahr bestimmt wieder. Tradition bedeutet, das kulturelle Erbe anzunehmen, aber auch es für künftige Generationen zu bewahren. Stichwort Zeitgeist und CO2-Kompensation. Ja, ich denke, man muss da trennen zwischen, sagen wir, Weiterentwicklung in Richtung Zukunft, Elektromobilität. Ich halte es für richtig, geht kein Weg dran vorbei. Aber das Kulturgut sollte man erhalten. Ja? Und auch das hat mit Nachhaltigkeit zu tun, dass die Fahrzeuge eben auch genutzt und weitergefahren werden. In meiner Kindheit waren die Autos gerade so aktuell. Aber wenn ich jetzt mal an meine Kinder irgendwo denke, die kennen die Autos ja überhaupt nicht. Und es ist schon irgendwo so, dass man die Autos irgendwo auf die Straße bringen soll und nicht irgendwo in der Sammlung oder irgendwo in der Halle verschwinden. Also man sollte es schon irgendwo auf die Straße bringen. Tradition kann ein Kulturgut sein und erzeugt ein vertrautes Wohlgefühl. Nach 18 erfolgreichen Ausgaben ist es also durchaus legitim, bei der Donau Classic Rally von einer festen Tradition zu sprechen. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.